Sind zwei Geraden rechtwinklig oder nicht? Genau diese Frage taucht ab der 5. Klasse im Schulunterricht auf und begleitet einem, ja, wenn man es macht, bis ins Abitur und auch oft im Studium, wenn man da Mathematik hat, ist das auch ein Thema. Hier erst einmal die Grundlagen. Wenn du diese nicht verstehst, hast du natürlich später im Mathematikunterricht ein Problem. Also sehen wir uns das Ganze mal an. Wir haben hier zwei Geraden und die Frage ist, ob diese rechtwinklig sind. Rechtwinklig, der Mathematiker sagt manchmal dann auch orthogonal. Also rechtwinklig bedeutet einen Winkel von 90 Grad. Wie kriegen wir das raus? Nun, wir haben hier zwei Geraden, G und H. Und wenn die Spitze vom Geodreieck da reinpasst, dann sind die Geraden rechtwinklig. Das ist hier der Fall. Das kann man auch so markieren mit einem Punkt. Dieser Winkel hier ist 90 Grad groß. Das heißt, G und H, die beiden Geraden, sind rechtwinklig zueinander oder orthogonal zueinander. So, wie kriegt man das Ganze noch raus? Nächste Möglichkeit ist, wir legen das Geodreieck an die Gerade an. Und zwar mit dem Nullpunkt so, dass dieser auf der anderen Gerade liegt. Und ja, jetzt ist diese ein bisschen zu kurz hier. Allerdings, wenn man das hier verlängern würde, diese Gerade, würde man sehen, dass wir hier bei 90 landen würden. Also auch so kann man den rechten Winkel erkennen. Manchmal lautet auch die Aufgabe, zwei Geraden so zu zeichnen, dass sie orthogonal zueinander sind. Das macht man dann so. Man zeichnet erst einmal eine Gerade. Dann dreht man das Geodreieck. Und zwar so, dass wir mit dem Strich auf dieser ersten Gerade liegen. Und zeichnen hier eine zweite dazu. Und diese sind jetzt ebenfalls orthogonal zueinander. Also auch hier ein rechter Winkel. Wie schreibt man das Ganze auf? Nun, G ist rechtwinklig zu H. So schreibt man das Ganze dann hin. Ich heiße Dennis, in Lernvideos wie diesem hier und auch auf meinem Kanal bekommst du Mathematik und auch andere Schulfächer einfach erklärt. Ich würde mich sehr freuen, wenn du ein Abo oder einen Daumen hoch da lassen würdest, dann erhältst du auch in Zukunft weitere Mathematikhilfen von mir. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.